kommen zum dritten kleinen Video zur Prozentrechnung. Nachdem wir bereits gesehen haben, wie man den Prozentwert und den Prozentsatz berechnet, geht es nun um die Grundwertberechnung. Damit die Begriffe jetzt nicht verwirren, kläre ich sie nochmal kurz zur Erinnerung an einer ganz einfachen Beispielaussage. Etwa 50% von 70 Euro sind, ja, offensichtlich die Hälfte, also 35 Euro. Die Zahl mit dem Prozentzeichen dahinter heißt Prozentsatz P. Und man ergänzt auch gerne hier das Buchstaben um das Prozentzeichen. Das ist ganz gut zur Wiedererkennung. Die 70 Euro, das ist die gesamte Menge, also genannt Gesamtwert oder auch Grundwert, groß G. Bleiben noch die 35 Euro und die sind dann der Prozentwert W. Okay, soweit sind die Begriffe wohl geklärt und dann können wir anfangen. Da ich den Platz nun brauche, schiebe ich einfach mal die Überschrift unter die Erinnerung so und dann scrolle ich hoch. Im Videotitel habe ich drei Lösungswege angekündigt und da kriegt ihr auch drei Lösungswege. Und damit es nicht zu langweilig wird, habe ich mir dafür drei verschiedene Beispielaufgaben ausgedacht. Jetzt muss ich zugeben, dass in der Realität die Berechnung des Grundwertes eigentlich nur selten vorkommt. Prozentsatz und Prozentwert berechnen, ja, hat er schon. Aber der Grundwert ist meistens bekannt. Insofern ist das Verfahren jetzt doch eher sowas für einen Matheunterricht und Matheunterricht internes Abrunden bzw. Vervollständigen des Themas. Also runden wir es ab. In der ersten Aufgabe geht es um die Influencerin Influencer, die jammert, dass sie 6 Follower verloren hat. Ja, und das sind auch schon bereits 15% ihrer gesamten alten Followerzahl. Bei der zweiten Aufgabe denke ich an einen Autoanhänger, der mit irgendwas schwer beladen wird, was ein Gewicht bzw. eine Masse von 153 Kilogramm hat und damit bereits 18% der maximalen Zuladung. Und von da ist der gedankliche Weg zur Tankuhr nicht weit, weil der Tankuhr leuchtet ja seine Warnleuchte auf, wenn der Tank fast leer ist und ich habe mir mal die Zahlen 8% und 6 Liter als Restfüllmenge ausgedacht. Okay, rein ins Vergnügen. Weg Nummer 1 nutzt aus, dass Prozentwert und Prozentsatz zueinander proportional sind. Und dann kann ich mit dem Dreisatz arbeiten. Das heißt hier konkret, die 15% entsprechen den 6 Followern, die Influencers Kanal verlassen haben. Von da muss ich jetzt irgendwie auf die 100% kommen. Jetzt wird schnell klar, das geht direkt nicht wirklich gut, also muss ich einen Zwischenschritt machen. Na, am besten über 5%. Und dazu teile ich die 15% durch 3, mache das gleiche auf der rechten Seite mit den Followern und weiß, 5% entsprechen 2 Followern. So, dann mal 20 auf beiden Seiten. Ja, dann bin ich auch schon am Ziel, ne? 100% entsprechen 40 Followern. Damit kann ich auch gleich schon zum zweiten Lösungsweg kommen. Ja, okay, für den brauche ich noch eine kleine Vorüberlegung. In meinem Video zur Berechnung des Prozentwerts habe ich gezeigt, dass man diesen Prozentwert locker über eine simple Multiplikation bestimmen kann. Ich muss eigentlich nur Grundwert mal Prozentsatz rechnen. Okay, ich muss dabei auch das Prozentzeichen verschwinden lassen. Aber das geht ganz leicht, wenn man weiß, dass das Zeichen nichts weiter heißt als durch 100. Mal Dezimalzahlen verschiebt sich dann schlicht das Komma um 2 Stellen nach links. Das heißt, die 15% kann ich auch als 0,15 schreiben. Dann steht da, der unbekannte Grundwert mal 0,15 ergibt den Prozentwert, sprich die 6 Follower. Ja, dann kriege ich doch den Grundwert einfach dadurch raus, dass ich rückwärts rechne und die 6 Follower durch die 0,15 teile. Das geht ganz schnell mit dem Taschenrechner. Okay, manchmal habe ich auch keinen zur Hand, dann arbeite ich gerne mit Brüchen, denn dann kann ich Zähler und Nenner mit 100 erweitern, so dass aus 6 durch 0,15 dann 600 durch 15 wird. Und das kann ich im Kopf berechnen, 60 durch 15 sind 4, noch eine 0 drangehängt. Fertig. Damit ist aber jetzt auch der zweite Weg klar geworden. Ich kann den Grundwert durch eine simple Division berechnen. Ich muss nur den Prozentwert durch den Prozentsatz P teilen. P allerdings jetzt als Kommazahl, nicht als Angabe mit dem Prozentzeichen. Das sieht jetzt hier so aus. Der Prozentwert W, das sind die 153 Kilogramm. Und der Prozentsatz sind die 18%. Die schreibe ich jetzt eben als Kommazahl, also als 0,18. Mit dem Taschenrechner ist das nun flugs eingetippt und gelöst. Von Hand dauert es jetzt ein klein bisschen länger. Aber wie gesagt, meine Freunde, die Brüche, die kann man nämlich kürzen. Das geht hier durch 9, wie ein Blick auf die Quersumme zeigt. 153 durch 9 sind 17 und 0,18 durch 9 sind 0,02. Ja, das sieht doch schon händelbar aus. Dann kann man Brüche auch erweitern, und zwar so, dass die Kommazahl da verschwindet, sprich Zähler und Nenner mal 100. Und das ergibt dann 1700 Kilogramm durch 2. Und schon kann ich mit einer kleinen Kopfrechnung ins Ziel einlaufen. Das Ergebnis ist 850 Kilogramm. Damit sind wir auch am dritten und letzten Lösungsweg angekommen. Ich habe nur gerade ein kleines Platzproblem hier. Jetzt muss ich mal kurz die Lösungselemente zum zweiten Weg ein bisschen umsortieren, dass ich genug Platz übrig habe. So. Also, die letzte Option ist wie in den anderen Videos die Formel. Die sieht jetzt je nach Mathebuch ein bisschen anders aus, kann aber etwa so sein.
Grundwert g ist gleich Prozentwert w mal 100% geteilt durch Prozentsatz p in Prozent notiert. Jetzt ein scheuer Blick nach links zeigt, ja, das ist doch nichts weiter als der gleiche Weg wie bei Nummer 2. Nur das Schreiben von p Prozent als Kommazahl wird hier umgangen. Egal, rechnen wir trotzdem durch, macht ja Spaß. Formeln haben natürlich den schönen Vorteil, man kann ohne viel Nachdenken einfach einsetzen. Also, Prozentwert w, das sind hier die 6 Liter, mal 100% geteilt durch den Prozentsatz p Prozent, das sind die 8%. Und dann kürze ich schon mal das Prozentzeichen weg, prima. Und ich rechne 6 Liter mal 100, das sind 600 Liter, die dann durch 8 geteilt werden müssen. Man sieht sofort, ja, das kann ich nochmal durch 2 kürzen, dann komme ich auf 300 Liter durch 4. Ja, eigentlich kann ich mit Kürzen ruckzuck bis zum Ziel kommen, aber ich möchte jetzt auch nochmal ganz kurz die Variante mit der schriftlichen Division erwähnen. Mache ich also eine kleine Nebenrechnung. 300 durch 4, teile ich zuerst 30 durch 4, das passt 7 mal, denn 4 mal 7 sind 28. Wenn ich die von der 30 abziehe, bleiben 2 übrig. Die letzte 0 ziehe ich nach unten, dann habe ich da 20 durch 4, das sind 5. Und wenn ich rückwärts multipliziere, dann geht das auch genau auf und ich bin auch schon fertig. Mein Ergebnis, der Tank fasst 75 Liter. Ja, das ist es. Das ist alles. Wie gesagt, mit einem Taschenrechner würde ich immer Weg 2 und 3 gehen, das geht dann ganz schnell, ruckzuck eingetippt. Ohne Taschenrechner kann nochmal die erste Variante die bessere sein. Ist von Aufgabe zu Aufgabe verschieden. Aber jetzt könnt ihr ja alles, das heißt, ihr habt die freie Auswahl und ich darf mich verabschieden. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss.